Meine Geschichte ist mir wichtiger als irgendjemandem die seine, denn sie ist meine eigene. Und sie ist die Geschichte eines Menschen, nicht eines Erfundenen, eines Möglichen, eines Idealen oder sonst wie Ausgedachten. Es ist die Geschichte eines wirklichen, einmaligen, lebenden Menschen. Ich, Emil Sinclair. Meine Geschichte ist nicht angenehm. Sie ist nicht süß und harmonisch wie die erfundenen Geschichten. Sie schmeckt nach Unsinn und Verwirrung, nach Wahnsinn und Traum. Zwei Welten laufen durcheinander. Von zwei Polen her kommen Tag und Nacht. Die eine Welt ist das Elternhaus. Es riecht nach warmer Enge, nach Kaninchen und Eingemachtem. Nach Hausmitteln und getrocknetem Obst. Diese Welt ist mir sehr vertraut. Sie heißt Schwester, Mutter und Vater. Das ist gut. Sehr gut. Einfach wunderbar. Andere Welt riecht anders, spricht anders, verspricht und fordert anderes. In dieser Welt gibt es ungeheure, lockende, rätselhafte, furchtbare Dinge, wie Schlachthaus und Gefängnis, Versuchungen, Bosheit und Hass, Einbrüche und Brände, Selbstmorde und Totschläge. Aber auch Freiheit und Leidenschaft, Sehnsucht und Verlangen. Von überall her quillt und duftet diese zweite, heftige Welt. Überall, nur nicht hier, wo Mutter und Vater sind. Das ist gut. Sehr gut. Einfach wunderbar. Gut. Was ist hier bei uns?